Das sind die meist aufgerufensten YouTube-Shorts auf der ganzen Welt. Manche davon haben sogar über 100 Millionen Aufrufe. Wir gucken uns heute an, warum. Auf Platz 24, Freunde, haben wir 48 Millionen Aufrufe. Also das ist einfach Platz 24, Freunde. Und hier probiert er anscheinend, eine Red Bull-Dose perfekt in eine Teekanne reinzumachen. Und anscheinend hat er gesagt, dass das mehrere Tage gedauert hat. Guckt euch mal bitte schon an, Leute, wie viel Red Bull da auch so noch verschüttet wird. Ich frage mich, warum er nicht die Dose vorher sauber gemacht hat. Aber wie man sehen kann, Leute, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Prozess, diese Dose da perfekt reinzubekommen. Das soll anscheinend richtig angenehm sein, Leute, wie das denn aussieht. Aber er schafft es anscheinend einfach gerade nicht. Und ich glaube, gleich, oh nein, so knapp. Und der eine hat schon keinen Bock mehr, steht auf. Das heißt, er muss alleine machen. Und jetzt, Leute, anscheinend viele Tage später... Oh ja, hat es geschafft, Leute. Einfach die Red Bull-Dose in die Teekanne. Und hier ist anscheinend jemand, und zwar auf Platz 23 mit 56 Millionen Aufrufen. Und zwar mit der größten Zahnbürste auf der ganzen Welt. Er hat jetzt hier anscheinend so eine Teil, dass man sehen kann, wie sauber seine Zähne vorher sind. Und ja, dann anscheinend halt, wie sauber jetzt das Ding, oh mein Gott, gemacht wird jetzt hier von dieser großen Zahnbürste. Und ich frage mich jetzt, Leute, ob er vor allem mit dieser Aktivkohl-Dingens, glaube ich, damit wirklich seine Zähne jetzt sauber bekommt. Ich meine, guckt ihr das mal an. Das ist ja sogar überall. Das läuft ja sogar runter. Und jetzt, Leute, möchte er anscheinend damit seine Zähne putzen. Und als ob das gut funktioniert. Na gut, er kann natürlich halt mit den Teilen schon sehr, sehr weit reingehen. Aber er sagt auch schon, dass hier langsam sein Zahnfleisch wehtut. Würde ich jetzt auch sagen. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall nachher. Und kann man sehen... Große Zahnbürste funktioniert. Auf Platz 22 haben wir 62 Millionen Aufrufe. Anscheinend so ein russisches TikTok. Und guck mal hier, die sagt so, nein, Hilfe. Und die jetzt beide so, okay, wir müssen sie jetzt retten anscheinend. Und oh Gott, nein, was machen die denn jetzt, bitteschön. Und jetzt sagt er, aha, guck mal jetzt hier mein Handy. Kannst du mich mal bitte anrufen? Ah, er sagt, er hat keinen Akku, kann ich deins nehmen? Okay, und jetzt ruft er anscheinend gerade irgendwen an. Und er sagt, okay, alles gut, komm her, bitte, wirklich. Alles klar, das heißt, sie geht jetzt weg. Und er wird jetzt quasi abgelenkt. Er sagt, okay, dankeschön. Aber jetzt ist quasi sie durchgezogen. Und er denkt so, hä, wo ist jetzt meine Freundin hin? Er so, keine Ahnung, ich wollte nur einen Anruf machen. Und ja, so schnell ist sie einfach befreit worden. Oder ist sie jetzt vielleicht da drin, Leute? Nicht in der Toilette? Wo könnte sie sein, Leute? Wo könnte jetzt sie sein, ist jetzt die Frage. Und er sagt jetzt, oh, sie hat 9-11 angerufen. Das heißt, die Polizei. Und er sucht sie jetzt, Leute. Und er hat die Polizei angerufen. Okay, auf Platz 21 haben wir 64 Millionen Aufrufe. Und zwar anscheinend, nein, nein. Oh mein Gott, sie tut so, als hätte sie die Haare abrasiert von ihm. Und er rastet natürlich voll aus, Leute. Anscheinend ein richtig guter Prank. Hier wird jetzt anscheinend was draufgemalt. Das soll jetzt so aussehen, als wäre es da irgendwie so eine Stelle am Finger. Okay, sieht auf jeden Fall bis jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus. Und man könnte jetzt echt denken, ah, ich habe mich verletzt. Und die alle so... Und probieren alles Mögliche was zu machen, damit er quasi ein bisschen Sympathiepunkte bekommt. Hier erstmal schön, nein, einfach so ein Teil mit Wasser drin. Und jetzt komm, setz dich rauf, kein Problem. Und bam, sitzt die einfach komplett in Wasser. Einfach die ganze Hose nass, Leute, die Arme, ne? Ey, und jetzt, was hat der jetzt hier? Und zwar Ballons. Sie haut sie alle auf und der letzte ist locker ein Wasserballon, oder? Ja, und der letzte war einfach ein Wasserballon. Oh mein Gott, er hat die so veräppelt, Freunde. Aber sie kommen jetzt zurück mit einem kleinen Prank. Und zwar, anscheinend singen die jetzt gerade. Und er singt jetzt weiter. Und ja, es war so klar, dass sie jetzt drückt. Ey, hat sie aber gut gemacht, Leute. Auf jeden Fall sehr gut. Auf Platz 20 mit 65 Millionen Aufrufen haben wir jetzt schon wieder anscheinend den Onkel Doktor mit einer Banane. Und er möchte jetzt, glaube ich, mit einer Banane seine Zähne sauber machen. Also ich weiß nicht, warum das wirklich so viele Aufrufe hat. Aber wir werden jetzt sehen, ob das klappt, ob er mit dieser kleinen Banane, Leute, anscheinend seine Zähne sauber machen kann. Und das ist anscheinend auch dafür benutzt, um halt irgendwie in Zahnzwischenräumen zu kommen. Aber halt auch von so Elefanten und sowas, ne? Okay, jetzt mal gucken, ob das Ganze klappt jetzt hier mit dem komischen Gel noch dazu und ob wir uns vielleicht in Zukunft dann mit Bananen auch die Zähne putzen können. Aber ich glaube nicht, dass die sauber werden, Leute. Also ich glaube, ja, vielleicht schon, aber auf jeden Fall nicht beim Zahnfleisch. Mal gucken, ob es jetzt hier was gebracht hat und... Nee, Zahnzwischenräume nicht so gut. Auf Platz Nummer 19 ist einfach dann so ein Video von Zack King mit 70 Millionen Aufrufen. Und zwar, man könnte jetzt denken, der Stuhl sei halt quasi echt da gewesen. Also halt da, wo sie halt ist. Aber guck mal, oben war der Stuhl einfach da hinten. Das ist so ein Behind-the-Scenes-Ding, Leute. Sieht auf jeden Fall echt mega interessant aus. Auch richtig krass gemacht. Man könnte immer denken, das ist einfach Zauberei von ihm. Platz Nummer 18 mit 71 Millionen Aufrufen. Sind anscheinend hier so eine... Astronauten, ist das so eine Astronauten-Animation? Und ach so, das soll Among Us sein, glaube ich gerade, ne? Das ist hier anscheinend, oh, ist es einer von denen?
Ist einer von denen der Imposter? Okay, jetzt sind sie anscheinend befreundet und spielen ein bisschen mit Flugzeugen rum. Wie süß, Leute. Okay, und jetzt denken die sich so, nein, oh mein Gott, der Grüne war einfach ein Imposter und der Kleine denkt jetzt so, nein, warum? Auf Platz 17 mit durch dieses Eis. Und so funktionieren anscheinend diese Zaubertricks. 80 Millionen Aufrufe hat einfach Platz 15 und ist da jetzt so eine Riesenspinne am Start? Gut, dann nehmen wir jetzt hier einmal so ein Bye-Bye-Spinnspray, Freunde. Das heißt, hier wird es diese Riesenspinne hoffentlich von dem kleinen Jungen piu, 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 piu. Und so verschwindet sie einfach. Also auf jeden Fall auch echt mega clever. Und jetzt hier ist es anscheinend zu schwer, beziehungsweise zu ungemütlich. Jetzt soll man es anscheinend so tragen. Wäre mir ein bisschen zu riskant, muss ich sagen. Ich meine, da ist ein Lebewesen drin. Und jetzt kann man sogar hier eine T-Shirt-Faltmaschine aus Pappe. Und das funktioniert sogar richtig gut, Leute. Das heißt, selbst ein kleiner Junge kann einfach T-Shirts falten. Oh mein Gott, einfach der Arzt schon wieder auf Platz 14, Leute, mit 85 Millionen Aufrufen. Und kann er jetzt diesmal seine Zähne sauber machen mit irgendwas? Was war das gerade? Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz vorher. Alles klar. Und jetzt macht er hier mit diesem komischen Ding seine Zähne sauber. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze klappen soll. Mit hier Leben soll das sein. Und gucken wir jetzt mal nachher, Leute. Und die Zähne sind einfach komplett sauber geworden. Das heißt, Leben ist auf jeden Fall bestimmt eine Sache, die richtig gut ist. Auf Platz 13 haben wir jetzt 87 Millionen Aufrufe. Schon wieder so eine Imposter-Animation. Und guck mal, wie die jetzt hier so weglaufen und dann so, hui, hui, so ein bisschen rumschaukeln und sowas. Und die Großen, die denken sich so, hä? Und jetzt der Gelbe, er ist ganz allein und oh nein, er sieht einfach seinen gelben Großen und, er hat jetzt nochmal einen kleineren Freund. Lol, und das Ganze denn quasi wieder von vorne los. Wir haben 90 Millionen Aufrufe auf Platz 12 und scheint ist es hier dieser Eismann, Freunde, aus der Türkei. Und könnt ihr jetzt mal ganz kurz gucken, was für ein Riesen, wirklich Riesen-Eis der macht. Boah, was? Oh, ich dachte gerade schon, Leute, dass sie dieses Eisrad bekommt. Die sich wahrscheinlich auch gerade gefreut. Aber jetzt macht er anscheinend hier, ja, erstmal so ein kleines Eis rein. Ich hatte auch schon mal so ein Ding, wo ich so ein bisschen veräppelt wurde mit sowas. Also es war auf jeden Fall sehr witzig. Aber jetzt hier, guck mal. So, und, jupp, oh, nein, oh nein, die Arme. Ey, die Arme. Die will doch nur ein Eis haben. Und kurz die Hand. Und jetzt hier Eis. Ah, veräppelt. Und was haben wir jetzt hier noch? Und ja, nochmal ein kleines bisschen Eis drauf. Zack. Und guck da hin. Guck da hin, sagt er. Oh, weg ist es. Weg ist es. Ey, was? Der hört ja gar nicht mehr auf mit der Serviette. Oh, ey, der ist die komplett hochgenommen, Freunde. Sehr, sehr krass. Auf jeden Fall riesen Respekt an ihn. Wir haben das erste Video mit 100 Millionen Aufrufen. Und zwar auf Platz 11, Leute. Und zwar hat sie hier anscheinend ihr Handy einfach da gelassen. Was nicht so schlau ist, wenn man anscheinend einen Bruder hat. Und der Bruder packt das einfach in Wasser und jetzt in die Gefriertruhe. Ein paar Stunden später ist das Ganze natürlich auch eingefroren. Ich glaube, dass halt wirklich das Handy eingefroren ist, Leute. Also beziehungsweise jetzt auch kaputt ist. Und er sagt, da drin ist sein Handy. Und sie ist nicht erfreut, Leute. Sie ist auf gar keinen Fall erfreut. Und er sagt, mach bloß auf jetzt hier mit dem Messer. Ey, die arme Leute. Ihr werdet gleich sehen, dass ihr Handy einfach da drin ist. Und ich... Was glaubt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Glaubt ihr, das Handy ist noch heil? Oder glaubt ihr, das Handy ist kaputt gegangen? Ich glaube, das Handy ist kaputt gegangen, Freunde. Weil es soll ja anscheinend nur bis eine halbe Stunde oder so unter Wasser sein können. Also das ist Safe Call kaputt jetzt, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Und mal gucken. Sie holt es raus. Und das Handy ist, kaputt. Rücken wir vor in die Top 10 mit 105 Millionen Aufrufen. Haben wir jetzt hier einen Typen, der einfach so auf andere Leute Eimer raufmacht und dann quasi wegrennt. Also sozusagen, dass halt Eimer vom Himmel fallen. Ne? Und er tut jetzt so, als wäre nichts gewesen. Oh mein Gott, der eine denkt sich jetzt auch so, was ist denn jetzt gerade hier bitte schön passiert? Ne? Der möchte jetzt hier irgendwen dafür in Rechenschaft ziehen. Aber kann er leider nicht. Das heißt, er cool jetzt ein bisschen so rum und sowas. Und ich glaube, er checkt gerade, oder? Was macht er denn jetzt? Nee, okay. Hä? Oh, er hat es herausgefunden, dass er das war. Oh mein Gott, er ist ganz schön sauer. Er sagt, ja, kein Problem. Okay. Und er macht es nochmal und rennt weg. Oh mein Gott, das muss man sich auf jeden Fall trauen. 107 Millionen Aufrufe auf Platz 9 und zwar jetzt hier mit Cola. Und ich glaube, er macht das hier irgendwie so ein Cola-Eis, Leute. Das heißt, hier schön Cola ran, alles richtig kalt machen. Oh mein Gott, das sieht echt krass aus, Freunde. Jetzt hier schön alles zusammenspachteln, zusammenschaufeln und sowas. Das heißt, das sind, glaube ich, diese Ice Cream Rolls. Ne? Da gibt es sogar so einen YouTube-Kanal, sogar so ein Deutscher, der das halt gemacht hat. Auch auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Und jetzt erstmal alles schön hier zusammen machen. Und jetzt kann das hier alles schön rein. Das heißt, er macht keine Rollen, sondern macht anscheinend so Stücke, was auch gut aussieht, Leute. Und ich glaube, die schmecken richtig lecker, weil es ist ja im Grunde einfach nur Cola-Eis. 108 Millionen Aufrufe auf Platz 8, Leute. Und zwar hat sie jetzt hier gerade irgendwie ihren...
Schirm fallen gelassen, sagt so, haha, kein Problem. Und oh mein Gott, der Nächste, der jetzt hier, oh, was macht der denn jetzt? Und sie halten, oh mein Gott, sie halten ihn auf und schubsen ihn in den Rasen. So muss es sein. Und er wird jetzt hier anscheinend sauer. Jetzt kommen sie hier mit ihrem Regenschirm. Der, oh, mal gucken. Was machen sie jetzt? Okay, der Regenschirm. Soll er irgendwas Bestimmtes drauf haben? Der hat ihn einfach wegteleportiert. Als ob, oha. 109 Millionen Aufrufe, Freunde. Eine Impostor-Animation auf Platz 7. Und sieht auf jeden Fall echt wieder richtig cool aus. Ich muss sagen, diese Animationen sind einfach mega, mega cool. Hier anscheinend so ein bisschen so alles Mögliche zu sehen. Guck mal jetzt hier, komplett Weltraum. Irgendeiner, der jetzt gerade schon wieder leider vom Schiff weggehauen wurde. Und jetzt, was machen die jetzt? Oh nein, lauf schnell weg. Oh, der geht schnell hier durch den Lüftungsschacht. Oh nein, hier schnell, warn ihn, warn ihn. Hier, hellblau war es, hellblau war es. Er sagt so, hey, kleiner Mann, alles gut. Und es ist dann wieder ganz traurig. Und er kriegt seine Kabel nicht und wird jetzt einfach, ja, tja, erledigt. Auf Platz. Aber warte mal, wie kann er bitte schon seinen Finger so weit nach unten machen? 140 Millionen Aufrufe, Leute. Auf Platz 4. Das heißt, sie sind gleich schon mal bei den Top 3. Und anscheinend sind jetzt hier irgendwelche, so eine Mutter mit ihrer Tochter. Und sie sagt, nein, 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 du machst das falsch. Und zwar, was soll sie jetzt machen? Hä? Sie ist jetzt hier, oh nein. Sie klaut jetzt nicht von... Sie klaut jetzt nicht die Würstchen von ihrer Tochter. Ah, er gibt... Ah, sie gibt ihr mehr Würstchen, okay. Hä, aber sie hat doch das Essen gemacht. Hätte sie doch einfach vorher machen können, oder nicht? Hä? Und jetzt hat sie mehr Würstchen zum Essen. Und... oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat sie nicht gemacht. Sie hat einfach ihre Tochter ausgedribbelt. Alter. Endlich bei der Top 3, Freunde. 140 Millionen Aufrufe. Und zwar haben wir jetzt hier irgendwelche... Ah, und zwar, wenn du die Kerzen bis ganz nach hinten auspusten kannst, kannst du ein iPhone gewinnen. Aber jede Kerze hat quasi einen Preis. Das heißt, hier kann man sehen, 6 Kerzen. Und da gewinnt jetzt hier irgendwie... Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Na, wie weit schafft er es jetzt hier zu pusten? Und er pustet. Und er wollte anscheinend... Oh. Was? Oh mein Gott, der hatte Kaugummi noch drin, ne? So, jetzt pustet, pass auf. Er, oh mein Gott, er nimmt einfach so ein Lautgebläse. Und jetzt hat er sich quasi das iPhone damit gesnackt. Ey, was? Okay, und nochmal das Geld dazu. Respekt auf jeden Fall. Platz 2 mit 160 Millionen Aufrufen belegt einfach wieder eine Among Us-Animation. Jetzt wurde er hier gerade anscheinend geholt und... Oh, was macht er denn jetzt? Okay, er nutzt das Messer, um irgendwas abzuchecken. Oh nein, das sieht doch aus wie ein Täter. Och nein, oh nein, Freunde. Und jetzt wurde einfach, ja, kann man sehen, das Rot jetzt auf jeden Fall, okay, Emergency Meeting, alle sagen, Rot war es. Aber dabei war es Rot gar nicht. Er wollte einfach nur gucken, was da los war. Platz 1 mit 220 Millionen Aufrufen, Leute. Das ist auf jeden Fall echt mega, mega viel, ne? Also wirklich richtig krass. Jetzt zieht er hier anscheinend den Stuhl weg und er kann trotzdem immer noch sitzen. Hä? Wie macht er das bitte schön? Und anscheinend, hä, warte mal, hä? Wie macht er das jetzt gerade? Also wirklich, er sitzt da ganz normal, kann sein Bein anheben. Selbst auf der Seite sieht man irgendwie nichts. Ey, wie macht der das, Leute? Das sieht ja richtig verrückt. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie er das gemacht hat. Wenn ihr davon noch eine zweite Folge sehen wollt, nächsten Samstag, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.